Die Regionalliga West. Alle Spiele nur bei Sport Total. Wird präsentiert von Schau ins Land Reisen. Und damit herzlich willkommen zurück aus der IMS Arena in Velber. Die Mannschaften sind schon auf dem Feld. Ein Verteidiger, der einen schönen Ball spielt auf Dominik Ernst, den Rückkehrer. Und der findet Henry Matta. Erster Abschluss für Fortuna Köln in der zweiten Minute. Hier sehen wir es nochmal. Ernst bedient da Matta, der hat viel Platz, zieht direkt ab und dann, ja, ein Tick zu hoch der Ball. Die Kölner den Ball mal nach vorn bewegen. Das ist Dani Lebic, nochmal mit dem Querpass, der kommt an bei Budimbo und dann kommt der Abschluss aus der Distanz von Batterilo, wird geblockt. Lange hat den Ball. Batterilo, wird da noch was draus? Ne, eher nicht. Wenn wir hier nochmal die Chance sehen, Budimbo, der da den Abschluss verzögert zurücklegt und dann diese Flankenidee war wirklich nicht optimal. Und stattdessen die Kontermöglichkeit für Köln. Steinkötter gegen Duschke. Steinkötter geht ins Dribbling. Bleibt am Ball, sucht er den Abschluss. Nein, er verzögert. Budimbo mit dem Abschluss abgefälscht. Am Kasten, während wir nochmal diese Gelegenheit hier sehen. Steinkötter, der den Abschluss hätte suchen sollen müssen, legt nochmal ab für Budimbo und der wird dann geblockt. Wäre vom Stürmer wohl die bessere Option gewesen. Ja, nicht mit letzter Konsequenz verteidigt von Duschke. Deswegen kommt der Ball in die Mitte. Und wir sehen hier nochmal die nächste Gelegenheit. Batterilo. Matta spielt sich schön davon. Aber wir schauen deswegen mal auf die Chance für von Felbert. Schiebener, der ablegt für Melich. Vorteil angezeigt. Dann schließt er da ab, aber dann zu unplatziert. Zweite Möglichkeit vielleicht für Kaya. Der nimmt den Ball runter. Hat ihn dann noch im Strafraum mit dem Rabona in die Mitte. Und da wollen die Fans ja einen Elfmeter haben. Wird lautstark von den Fans protestiert, aber nicht von den Spielern. Auf die Szene. Hier, Kaya nimmt den Ball runter. Jetzt mit dem Rabona in die Mitte und der Ball berührt definitiv den Arm von Lanius. Macht ihm es mit der Flanke und die zieht sich aufs Tor. Und da muss André Weiß aber seine ganze Routine und sein ganzes Können auspacken, um diesen Ball noch zu parieren. Ich glaube nicht, dass das Absicht war von Machtemes. Wobei, da steht ja niemand in der Mitte. Was für ein Schlitzohr der Mann mit der Nummer 11. Und bringt den Ball flach hinein. Und ja, was die Idee war, weiß ich nicht. Aber zweite Möglichkeit für Adrian Stanilevic. Bringt den Ball doch mal in die Mitte und Matta mit der Chance, der Nachschuss und das 1:0 für Fortuna Köln durch Dominik Lanius in der 25. Minute. Schon sein zweiter Treffer in dieser Saison. Und da gab es einen Pressschlag. Und dann kommt der Ball nochmal nach außen zu Stanilevic. Und dann ist Felbert nicht sortiert genug in der Mitte. Keiner hat das Auge für Matta. Der schließt so unplatziert ab, so kann Lenz noch parieren. Aber der Abpraller landet im Fuß von Dominik Lanius. Und der netzt dann ein. Ja, Felbert war wirklich besser reingekommen. Und das war natürlich ein Nackenschlag. Und jetzt ist da schon wieder Platz für Matta. Henry Matta sucht den Abschluss selbst, wird abgefälscht. Ball landet auf dem Tordach. Batterilo legt nochmal ab für Matta, bekommt den Ball über Umwege zurück, schön gemacht im Dribbling, aber dann kommt er nicht durch. Aber nächste Chance, Matta mit dem Abschluss. Aber sie holen sich da jetzt die zweiten Bälle. Eigentlich müsste da mal eine Torschance entstehen, jetzt vielleicht Hilger. Kommt er da noch hin, kann er den Ball zu einem Mitspieler spitzeln, nicht ganz. Aber der Ball wird nochmal geblockt und dann kommt der Abschluss. Und der trudelt nur ganz knapp am langen Pfosten vorbei. Auch alles etwas über Umwege und ungewollt entstanden. Aber dann wird es richtig brenzlig. Kaya fängt den Ball da ab und dann kommt der Abschluss von Ismail Remo. Kaya, Ball kommt an. Nochmal der Ball in die Mitte, Touré. So, aber Abschluss für Fortuna Köln.
Er nimmt da volles Risiko und jagt den Ball da in den Abendhimmel. Links wäre Kaya gewesen. Aber so der schöne Doppelpass mit Hilger. Und jetzt landet der Ball bei Kaya. Links wäre Platz. Kaya macht es aber selbst. Und da fehlt nicht viel. Flanke bekommt da auch noch rein. Hilger nimmt den mit der Brust an, legt zurück für Erwig Trüppel. Der kommt mit Tempo an. Schießt selbst ab. Jonas Erwig Trüppel. Aber André Weiß ist da. Für mich im ersten Blick. Wir schauen aber nochmal auf die Schusschance von Jonas Erwig Trüppel. Der sich den Ball einfach mal nimmt und abzieht. Kein Foulspiel von Remo gegen Eze. Ismail Remo nimmt ab. Schieben hat Platz und wird dann noch geblockt im letzten Moment. Die nächste Riesengelegenheit für Felbert. Die kommen ja jetzt schon im Minutentakt. Hier sehen wir es nochmal. Schiebener nimmt den Ball mit. Und dann ist es Jonas Scholz, der sich da reinwirft und den Ball. Bei den langen Bällen suchen sie immer wieder Pazurek. Klar, der hat die Statur, um die Bälle festzumachen. Und die Technik, um sie reinzubringen. Schöne Flanke für Hilger. Und dann noch der Abschluss von Schiebener. Und Kaya rutscht hinten vorbei. Wir schauen nochmal drauf. Die Flanke von Pazurek. Da ist der Kopf von Lanius dazwischen und beim Abschluss von Schiebener fehlt nicht viel. Was da der Grund ist, dass er runtergegangen ist. Sportliche Gründe kann es definitiv nicht haben. Pazurek fängt den Ball ab. Guter Ball in die Spitze auf Schiebener. Bringt er den Ball in die Mitte. Ja. Halb Flanke, halb Torschuss. Hatten wir ja im ersten Durchgang von Machtemis schon mal. Und jetzt schauen wir hier nochmal auf die Aktion von Schiebener. Ich glaube, diesmal ist es schon eher, dass der Ball da einfach über den Spann gerutscht ist. Aber so wird es wirklich gefährlich im Stadion. Und das ist jetzt ein guter Ball in die Spitze. Die Riesenmöglichkeit auf 2-0. Aber Lenz mit der Glanzparade. Und jetzt räumt er da den Gegenspieler um. Auch hier nochmal auf diese Glanztat von Lenz, der sich da den Ball schnappt. Aber was für eine Riesenszene, aber auch eine Riesentat des Felberder Keepers. Diesen schon wieder in der Offensive. Kaya kann sich jetzt mal durchsetzen. Kaya sucht den Abschluss direkt. Wir nochmal auf die Felberder Chance. Kaya kann sich endlich mal gegen Ernst durchsetzen. Dann sucht er den Abschluss selbst. Und Weiß ist da. Ah, jetzt mal gut kombiniert von den Kölnern. Ball landet in der Mitte. Schuss, Chance. Und das 2-0 für Fortuna Köln in der 84. Spielminute. Durch den eingewechselten Mann Danny Breitfelder. Und ist das verdient? Nein, aber so ist der Fußball. Die einen machen das Spiel und die anderen machen das Tor. Da ist dann zu viel Platz hier. Da kombinieren sie es gut. Breitfelder wird überhaupt nicht angegriffen. Kann abziehen und platziert den Ball gut und überlegt im unteren Eck. Keine Abwehrchance für Marcel Lenz. Oh, der Ball rutscht durch für Breitfelder. Kein Abseits. In der Mitte Demay. Breitfelder verzögert, findet jetzt Demay. Demay 0-3. 87. Minute, Deckel drauf. Fortuna Köln bekommt dann die Räume und nutzt sie eiskalt in der Joker-Kor-Kombination. Danny Breitfelder mit seinem zweiten Scorerpunkt für Leon Demay und er mit seinem zweiten Saisontreffer und das ist ein schöner, denn er setzt den Ball in den Winkel. Keine Abwehrchance erneut. Noch gar nichts, denn er pfeift die Partie pünktlich ab. Fortuna Köln schlägt die SSVG Felbert mit 0-3 und das spiegelt den Spielverlauf so gar nicht wieder in der ersten Halbzeit. Ja Leute, das Video muss jetzt fertig werden. Wie ist das jetzt hier? Was ist hier? Playlist. Ja, okay. Und hier unten? Abonnieren. Ja, war es das? Oder ist hier noch was? Letztes Video. Ja, sag ich ja. Alles gut.